am besten erstmal diese Door, dann mach mal auf. Gucken, was wir hier finden für uns. Ach, noch rein gar nichts. Oder schaffe ich das? Ja, aber dafür fehlt mir der Wave Beam, den ich mir später erst holen kann. Okay, dann mal weiter hier. Hier gibt es ja noch einige andere Sachen zu entdecken für uns. Hier können wir dann auch weiter. Durch diese Tür hier. Und hier haben wir auch noch einen Weg, den wir nehmen können. Weil wir jetzt hier ein ganz toller Hecht sind. Und halt diese High Jump Boots haben. Ah ja, und was kriegen wir hier? Mal schauen, was wir jetzt hier kriegen. Ah, und die Dinger ziehen mir einiges an Energie ab. Hier finden wir eine Wand vor, die wir ein bisschen sprengen können und kriegen Powerbombs. Wieder mal. Als wenn wir nicht schon genug davon hätten. Nein, natürlich nicht. Aber wir können auch diese Wand mit den Powerbomben sprengen. Um uns dann, ja, hier wieder zu befinden. Richtig, jetzt haben wir uns sozusagen einen Weg hierhin gesprengt. Aber das ist jetzt für uns nicht relevant. Wir müssen uns weiter voranschreiten. Wir gingen jetzt zurück nach Norfair, weil da erwartet uns jetzt auch noch einiges, wo wir die Powerbomben haben. Danke. So. So. Und dann können wir jetzt auch hier so durch mit den Powerbomben. Ah, da sollte ich nicht stehen, das ist unpraktisch. Und hier können wir uns natürlich auch noch was absahen, so ist es nicht. Aber ich glaube, war das der Raum? Ich glaube, ja. Gut, hier können wir uns noch nichts absahen. Wir brauchen hier erstmal den The Good Old Grabbing Beam oder wie er heißt. Also eigentlich den Enterhaken oder beziehungsweise irgendwie so eine Art Beam, womit wir uns dann halt so wie so eine Klette an die Wand hängen können. Also gehen wir hier weiter. Ignorieren die Gegner hier unter uns. So, und ich glaube, hier kann ich meine Energie nachfüllen. Ja, perfekt. Das kommt mir natürlich jetzt richtig gut. So, hier einmal rüberspringen. Ah, jetzt bin ich genau in den Scheiß gelandet. Kacke. Hier, werd getroffen von meinem Eisbeam. Ah, hier wird's lustig. Hier kann ich auch schon mal direkt den Weg freimachen. Obwohl wir den ja später brauchen. Ich wollte gerade sagen. Ja, hat geklappt. Perfekt. Aber hier kommen wir erst weiter, wenn wir die Gravity Suit haben. Weil sonst ist Samus ein bisschen zu schwer. Aber auch nur ein bisschen. Ah, stopp, nee, haben wir auch schon alles. Stimmt. Obwohl, vielleicht kommen wir da hinten mit der Powerbomb weiter. Jetzt, wo wir sie haben, wäre das eine sehr gute Idee. Also wieder nach oben.
La la la, weil's so schön war, weil's so schön war, einfach weil's so schön war. Ah, verdammt, brauche ich super Missiles für. So. Damit wir nicht wieder eine verschwenden versehentlich. So, einen auf Powerbomb machen. Ich wusste doch, da ist ein E-Tank irgendwo gewesen, ey, Mensch. Perfekt. Damit haben wir einen Energietank mehr. Jetzt haben wir schon 4 Stück. Wow. Den habe ich übrigens beim ersten Durchlaufen nicht gefunden. Das war, glaube ich, eine der Items hier. So, dann mal hier durch. So. Und jetzt geht's ab nach hier unten. Jetzt haben wir schon 4 E-Tanks. 4 ist sehr gut. Und jetzt können wir uns durch Norfair weiterschlagen. Jetzt, wo wir auch die Superbombs haben. So, was können wir denn hier noch alles entdecken? So einiges, würde ich mal behaupten. Die hier zum Beispiel. So, hier kriegen wir direkt die Karte. Und wie ihr seht, wir haben noch einiges zu entdecken hier. Auf jeden Fall. Also, da gibt es noch einiges zu sehen. Also, gehen wir mal hier zurück. Sprinten hier direkt durch. Ja, das hat mal wieder nicht funktioniert, war ja klar. Warum sollte es auch? Zack. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So. Dann gehen wir mal hier entlang und dann kämpfen wir uns durch, beziehungsweise wir rennen. So, hier brauchen wir die Powerbomben und den Booster. Und dann kommen wir nach hier unten. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Sucht euch Freunde, aber nicht mich. Und wenn ihr mich nicht täusche, erwartet uns gleich auch hier ein Bossgegner. Aha, oder war er hier oder war er nicht hier? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich renne hier mal entlang. Was auch recht schlau war jetzt. Hier haben wir dann haufenweise verschiedene Wege direkt wieder. Gucken wir uns mal den obersten direkt hier an. Schauen, was wir hier finden. Einen Lavasee und Gegner. Ja, da brauche ich den Grappling Hook. Genau, Grappling Hook. Ich sag, glaube ich, Grappling Beam. Keine Ahnung, irgendwie so hieß der. Hier oben können wir also noch nicht entlang. Also gehen wir mal hier und speichern. Oh yeah, wir speichern. Wir speichern. Yes. Save complete. Okay, dann hätten wir das und ja, gehen wir direkt hier runter und dann würde ich sagen, willkommen zum zweiten Bossgegner. Hallo. Den müssen wir ins Maul schießen. Sobald er das Maul so offen hat, dann geht er zurück. Ja, sehr schön. Wag es dich auch nur ein bisschen vorzugehen. So, weiter zurück. Genau, so machen wir das. Weiter. Wir haben es schon fast geschafft. Er ist schon fast down. Nein, wag es dich.
Nein. Nein. Und er ist tot. Wir haben ihn geschafft. Jetzt kommt eine der ekligsten Szenen überhaupt. Wie der gute Mann seine Haut verliert. Okay. Ah, das müssen wir von hier aus machen. Ah, hoch. Durch. Los. Mist, das ist unpraktisch. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, an diesem E-Tank zu kommen. Ich habe keinen Bock auf den Grappling-Hook zu warten, oder Grappling-Bean, dass wir dann später nochmal zurück müssen. Deswegen mache ich das jetzt lieber so. Zack. Ah, hier durch wieder. Ah, Igitt, ist das scheiße. So, und anscheinend scheint hier irgendwo auch noch ein Item zu sein. Aber, nö. Okay. Aua. Voll gegen die Stacheln gelaufen, versehentlich. Und was passiert denn jetzt? Irgendwie... hallo? Oh. Scheiße, das ist jetzt irgendwie unpraktisch. Stirb einfach doch nur. Und er ist tot. Jetzt ist er wirklich tot, also... Ja, den haben wir es voll gegeben mit der Säure hier. Ja, und dann mal schauen, was uns hier unten noch so erwartet. Ah, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Hier können wir speichern. Das nutzen wir dann auch mal direkt wieder aus. Save complete. Und dann kommen hier die kleinen Viecher wieder raus. So, und ja, da kommen wir auch erst später mit dem Grappling Hook. Ja, Grappling Beam hin. Ich weiß wirklich echt nicht mehr, wie der hieß. Das ist irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen unpraktisch. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Wie tief geht das denn hier jetzt? Ah, hier geht's wieder auch nach unten. Okay. Und ja, hier müssen wir... Genau, hier ist eine Stelle, wo brauchen wir jetzt die Speed Boots. Den Speed Booster meine ich. Ah, funktioniert das hier mit? Ja. Dann hier auch nochmal. Und dann durchrennen. Nur damit wir hier einen ziemlich weiten Sprung machen können, um hier hinzukommen. Und hier kriegen wir den Grappling Hook. Grappling Bean, meine ich. Ah, verdammt, ich habe das immer wieder falsch ausgesprochen, ich Idiot. Und mit denen können wir uns jetzt festhalten. Ah, wenn Samus mal nach oben möchte, so. Ah, so zum Beispiel nicht. Springen ist schon irgendwie praktisch. So, und können dann hier so ganz gemütlich auf die andere Seite uns hangeln. Na komm. Geht doch. Zack. Und dann kommen wir auch direkt mal wieder hier zurück. Ist hier noch irgendwas für uns? Nope. Gehen wir nicht auf Eier. Hier. Friss meinen Eisbeam. Ah, da haben wir ihn auch schon. Rüberhangeln. Zack, danke. Ein Hoch auf den Grappling Beam. So. Und hier durch diese Tür hiermit. Mach auf. Und dann gehen wir auch direkt wieder nach hier unten. Gehen durch...